Hallo und willkommen zu einem neuen Kalle Report, ihr Geringverdiener da draußen. Da sind wir auch schon bei unserem Top-Thema. Traurig, dass es ein Top-Thema ist. Ron Belecki, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt meine Generation ist, aber ich habe mir da so ein paar Sachen angeguckt. Und ich bin eigentlich auch nur drauf gekommen, weil mein Kollege William Niviara darüber einen Bericht gebracht hat. Da habe ich mir das mal angeguckt und er hat das kommentiert und ich habe mir dann auch meine eigene Meinung darüber gebildet und finde das ja, wie gesagt, unter aller Sau, wie manche Leute mit ihren Fans oder Followern umgehen, wenn sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Der Ron Belecki, der war nach irgendeinem Konzert, hat er ein Wortgefecht mit so einem Typen bekommen und hat ihn aufs Übelste beschimpft. Unter anderem hat er ihn immer als Geringverdiener bezeichnet und er war auch offensichtlich stark alkoholisiert und wenn das überhaupt reicht und hat da böse Worte mit Hurensohn oder ich weiß ja nicht, ob man das hier aussprechen darf oder HS nur sagt, fand ich natürlich unter aller Sau, überhaupt jemand mit solchen Sachen zu beleidigen. Und dann hat er ihm noch da Kloppe angeboten. Ich meine, guckt euch den Typen an. Er hat dann so Sachen rum sich geworfen, dass er Flair weggeklatscht hat und dass er ihn auch wegklatschen wird. Und ich weiß nicht, in welchem Film der ist. Der muss richtig gut auf Sendung gewesen sein und richtig unterwegs gewesen sein, dass der da so stabil auf Terminator gemacht hat. Das sind eigentlich so Typen, die, wenn sie einen Gong kriegen, in die 12. Reihe fliegen und dann direkt zu den Bullen marschieren. So eine Typen sind das im wahren Leben, die da den Kanal so weit aufreißen. Ich kenne sowas. Ich habe mit sowas jahrelang auf dem Kiez zu tun gehabt am Wochenende mit diesen zugedröhnten Möchtegern-Rambus. Und das ist dann jedes Mal dasselbe Geschichte. Dann werden sie eingestampft und dann rennen sie direkt zu den Bullen und machen da die Flensuse und die fetten Anzeigen und. Und genau so ein Typ, genau so schätze ich den ein. Ne? Das Traurige ist halt, dass die sich dann mit irgendwelchen Schnorrerweibern umgeben, die sich da dann sonst irgendwas von so einem Typen erhoffen, eigentlich nur wegen der Kohle da sind, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der so doll aussieht. Ich habe, glaube ich, früher mal was von ihm gesehen, wo er noch Fitness-Influencer war. Ich meine, gut, da hat er sich ja schon zum Transi gemacht und ist da rumgerannt und keine Ahnung was. Hat er einen Sponsor gefunden, hat Fett abgesahnt, Rocker Nutrition ist ein Sponsor oder Ex-Sponsor, so wie ich mitbekommen habe. Keine Ahnung, wie sich das da verhält. Und ja, das ist ja für mich persönlich, das ist alles so im Pack eigentlich. Will jetzt wieder keine Sau hören, aber so sehe ich das. Ja, wie gesagt, so eine bösen Worte, wie da gefallen sind, die können auch mal, wenn der richtige Typ vor einem steht, zum Atemstillstand führen, bin ich der Meinung. Sollte man sich alles gut überlegen und vor allen Dingen, man hält sportergänzende Nahrungsmittel in die Kamera, verdient damit sein Geld und eigentlich müsste er sämtliche Alkoholsorten in der Hand halten, weil so wie ich das mitbekommen habe, schießt er sich ja mehrmals die Woche weg. Vorbildfunktion minus null. Aber es wird gefeiert, die Leute finden es gut. Die Leute, die sowas gut finden, okay, lässt sich über das Niveau streiten, möchte mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Er scheint die Leute gut zu unterhalten, die haben Spaß, hat ja auch eine Menge Follower, er wurde groß gemacht durch Social Media, aber man sollte halt nie vergessen, wo man herkommt. Das ist immer das Ding. Die Leute, wenn die ein paar Mark mehr in der Tasche haben, dann vergessen die immer direkt, wo sie herkommen. Und wenn er so ein Superhero ist und so ein super geiler, cooler Typ, wie er tut, dann soll er doch anstatt 20 Dom Perignon, soll er doch mal lieber das Geld nehmen und irgendwo spenden an irgendwelche armen Schweine, die wirklich Geringverdiener sind und aus sozialen Missständen kommen und gar nicht die Chance hatten, groß zu werden. Ne? Es gibt ja Leute, die sind doof oder faul. Und dann gibt es ja welche, die hatten wirklich nicht die Chance gehabt. Ne? Und so eine Typen können auch dann mal Eier zeigen und dann sollen sie doch ihr Scheißgeld nehmen und da mal ein paar Mark hintragen. Oder das Maul halten und einfach das genießen, was sie haben. Er polarisiert nur in Nachtclubs. Wenn man sich den Typen anguckt, im Endeffekt kann der Kinder Fliege was zu Leide tun. Es sei denn, man wedelt mit fremden Eiern rum. Das machen ja so eine Typen auch immer sehr gerne. Ich hole jetzt den und den oder ich kenne den und den. Und so eine Scheißsprüche habe ich alles jahrelang durch und hinter mir. Und bin eigentlich es leid, über solche Typen zu berichten zu müssen. Aber es war Top-Thema der Woche, weil es relativ wenig passiert in der Bodybuilding-Szene. Aber ich werde mal versuchen, einen guten Schwenk zu finden. Kommen wir mal zu einem richtigen Thema.
Nick Walker. Nick Walker hat sich geäußert zum Missbrauch, und zwar nicht zum Missbrauch von Steroiden, sondern zu dem Missbrauch seines Stiefvaters an ihm selber. Er hat da mit als 13-Jähriger sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, und im Endeffekt ist dann daraus seine Bodybuilding-Karriere entstanden, weil er dann wirklich ein Ventil gesucht hat, um diesen Frust und dieses Erlebnis zu verarbeiten zu können, um halt, damit ihm sowas nicht mehr passiert. Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Einige Athleten, die aus irgendwelchen Sachen, die mal passiert sind, halt zum Bodybuilding gekommen sind, um einfach, damit solche Sachen nicht mehr passieren, damit man einen Panzer um sich rumbaut, damit man stark ist, damit man solche Sachen abwehren kann. Und wie gesagt, da hat der Nick Walker das Buch sehr weit aufgeschlagen für die Leute. Dazu gehört Größe, dazu gehören Eier, definitiv. Und dadurch wird er mir noch sympathischer, wie er eh schon ist. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem Weg und vor allen Dingen, dass er diese Trauma-Ereignisse da gut verarbeitet weiterhin. Ja, wie gesagt, Nick Walker für mich einer der besten Athleten, die wir momentan haben hier auf dem Planeten. Seine rasante Entwicklung, sein Lifestyle, seine Statements, das ist alles, das hört sich für mich vernünftig an. Das ist für mich ein Sportler, ein Leistungssportler. Das ist ein Vorbild zum Beispiel. Ne? Jetzt werden wieder viele sagen, ja, der knallt sich so zu, der kann gar kein Vorbild sein. Doch ist er, weil lasst doch mal diesen Faktor einfach außen vor und seht ihn mal nur als Menschen. Und ich denke mal, da strahlt er doch ziemlich viel Persönlichkeit aus und zeigt Größe, definitiv. Ne? Und verkauft den Sport sehr, sehr gut. Einer der besten Athleten, wie gesagt, momentan. Daniel Kubik hat auf einem Wettkampf in Ungarn den Gesamtsieg geholt im Men's Bodybuilding. Daniel Kubik ist einer unserer erfolgreichen, ich nenne es mal, aus der Riege der Naturalathleten, wenn man das so sagen darf. Hat eine spektakuläre Form hingelegt, was ich auf Bildern gesehen habe. Kann man auch gerne mal verfolgen. Auf seinem Instagram schätze ich mal, der junge Mann, der wird in dieser Naturalszene noch für Furore sorgen, weil er tatsächlich eine spektakuläre Form bringt. Ist jetzt vielleicht von der Genetik her nicht überbevorteilt, aber er macht es halt mit Fleiß wieder raus. Also ja, klar hat er schon genetische Vorteile, was seine Arme und überhaupt die Muskelstruktur angeht, aber jetzt von dem Ausladenden und von der Linie her, das meinte ich damit, nicht wieder falsch verstehen. Kalle verbrennt sich sonst wieder das Maul hier. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Hänge ich noch ein Thema dran für euch, und zwar Teichmann, der ja nun eigentlich so gar nicht meine Abteilung ist, aber wurde ich darauf aufmerksam gemacht auf dem Video. Da hat er tatsächlich mal was richtig Gutes von sich gegeben und ein gutes Video gemacht auf YouTube. Das werden wir unten in der Beschreibung auch noch verlinken. Da geht es darum, dass er sich darüber mehr oder weniger beschwert, dass die öffentlich-rechtlichen oder einige öffentlich-rechtliche Sender Fettleibigkeit verherrlichen, womit er auch recht hat, weil er belegt das richtig gut in seinem Video, hat da auch eine Beispielsendung parallel dazu laufen, anhand von der er seinen Standpunkt darlegt und erklärt. Und es ist tatsächlich so, also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, es ist schon Wahnsinn, dass es wurde ja eine Zeit lang, aber es wird ja das Fitness und Bodybuilding, das wird ja immer schlecht geredet, das ist schlecht, das ist ungesund, das ist dies, das ist das. Alkoholsendung oder Essenssendung, das wird in den Himmel gehoben. Fettleibigkeit wird gesellschaftsfähig gemacht, nichts gegen fette Leute, wie gesagt, aber wenn die so krankhaft fett sind und oder so hoffnungslos verfettet sind, und das dann durch Medien unterstützt wird und gerechtfertigt wird, ist dann schon sehr kontraproduktiv und eigentlich auch ziemlich gefährlich sogar, finde ich. Ne? Dass wenn da in der Sendung ist, eigentlich zwei hängengebliebene Frauen, die Moderatorin noch hängengebliebener wie die Dicke, die da sitzt. Und die ist nun mal dick, oder nee, ist nicht dick, die ist fett. Und da wird halt von mehrgewichtigen Frauen geredet. Halt, es wird immer alles verharmlost und verniedlicht in der Richtung. Man kann doch den Leuten knallhart auf den Kopf zusagen, was los ist. Wo ist denn da das Problem? Gut, die sind natürlich, solche Leute sind natürlich psychisch anfälliger und total schwächer teilweise. Das sieht man ja auch meistens, dass sie ihre Diäten nie durchhalten und abbrechen und immer irgendwelche Ausreden finden für alles Mögliche.
Aber das Fernsehen, das stellt das halt als normal dar. Und im Endeffekt sind dann immer die anderen schuld daran, dass die so behandelt werden, gesehen werden, dass die, wie gesagt, weniger Dates bekommen, weniger Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen und, weil man sich eigentlich von sowas distanzieren will, beziehungsweise wenn man selber einen Lifestyle einen bestimmten betreibt, Gleichgesinnte um sich herum hat, genauso wie das bei den Dicken ist. Natürlich werden die Dicken immer Dicke besser finden wahrscheinlich. Ausnahmen bestätigen die Regel, das betone ich auch ganz deutlich, ne? Also es gibt auch extrem dünne Frauen, die mit extrem dicken Frauen abhängen. Aber so generell finde ich, es geht darum, dass das ein Gesellschaftsproblem ist und dass das verherrlicht wird von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ihr findet da natürlich wesentlich nettere Worte wie ich. Vielleicht zieht ihr euch den Beitrag mal rein. Lohnt sich auf alle Fälle. Vielleicht geht dem einen oder anderen dann auch mal für sich persönlich ein Licht auf, dass man eventuell was ändern könnte, weil man ja auch was ändern kann. Man kann immer was ändern, ne? In den wenigsten Fällen ist es so krankhaft oder genetisch bedingt. In den meisten Fällen ist es tatsächlich psychisch bedingt. Und das sind für mich schwache Menschen, die das dann immer, ich habe da so eine Phase durchgemacht und dann musste ich mich hochfressen. Ich persönlich habe da kein Verständnis dafür, weil ich wahrscheinlich durch meinen Lifestyle mich selber ganz anders erzogen habe. Aber so ist es halt nun mal. Das wollte ich noch mal kurz loswerden an der Stelle. Wie gesagt, zieht euch den Beitrag rein. Und damit soll es das dann auch gewesen sein. Peace and Love and Rock'n'Roll. Bis zum nächsten Mal, euer Kalle.